Leute, wollt ihr mal was Krasses sehen? Ja, ich möchte mal so gesagt meinen Stand ein bisschen zeigen über meine Hobbypflanzenzucht. Also nicht diese Karte, sondern wie gesagt, ich züchte auf Pflanzen. Und ich dachte mal, ich sag das mal meine Zuschauer so, dass ich Pflanzen züchten tu. Hat jetzt auch gerade, mach mal kurz Licht an. Hat jetzt auch gerade diese drei Setzlinge. Da ist so gesagt die Mutterpflanze verfault gegangen. Aber ich konnte diese drei Setzlinge so gesagt vor den Tod retten. Ja. Hast du noch ein paar Spiele? Gucken wir gleich, John Boy. Ja, ich mach mal. Ich guck gleich, ja. So gesagt, sieht man das hier? Hab die perfekt eingepflanzt. Moment. Kann man jetzt ein bisschen schwer sehen, aber ich habe die so eingepflanzt, die drei hier, dass die so gesagt vor der Verfaulung entkommen konnten. Man sieht, dass sie wieder neue hier neue Blätter machen. Hier. Und so gesagt habe ich auch noch mal ein Setzling im Wasser getan oder eine Pflanze, die mal verunglückt ist. Zum Beispiel gibt es hier auch hier meine neue Pflanze. Die habe ich hier nach oben gestellt. Die habe ich mir im Edeka für 3 Euro gekauft. Und die wächst ohne Beschwerden weiter. Hier ist noch mein Kaktus zu sehen. Einer deiner 20er. Genau. Und jetzt ratet mal. Ich habe bei dieser Pflanze hier monatelang gewartet, bis die Setzlinge bekommen. Und eigentlich bekommt, sind ja zwei Setzlinge vorhanden. Einmal hier und einmal hier ein ganz kleiner noch. Hier zu sehen. Also, Moment. Warum hast du eigentlich den da hinten mit einer Klammer befestigt? Denn liegt er nicht auf der Erde rum. Dann wächst er nach oben, wisst ihr? So als Halterung. So, und dann geht's hier noch weiter. Meine Kakteen, die ich ja damals bei meiner Oma geerbt habe, wachsen sehr friedlich. Warte mal. Wachstum gedeihen. Peace, Leute. Ja, genau. Hier, zeig nochmal. Peace, Leute. Jo. Hat dir der blöde Schlüssel nervt, ey. So. Gut. Ja, und dann geht's so gesagt hier weiter. Mein großer Kaktus. Mit ein paar Kaktussen. Genau, Setzlinge. Sind ebenfalls wieder zwei Setzlinge zugekommen. Sieht man, merkt man. Ja. Ja, und hier wachsen auch noch ein paar friedliche Kakteen. Hier ist nochmal ein kleinerer. Könnt ihr nochmal ansehen. Diese Pflanze habe ich jetzt getrennt. Da war eigentlich dieses E für die Mutterpflanze, die verschimmelt ist. Durch Pilzbefall habe ich so gesagt die Pflanze vor den Topf gerettet und habe so gesagt die vor den Untergang bewahrt. Ja, mal gucken, ob die nass ist. Ja, angenehm nass. Ja. Oder warte mal, ja, ein bisschen schimmelig, aber geht noch, den trenne ich nachher gleich raus. So, dann geht's so gesagt hier weiter. Auch normale Blattpflanze. Ja. Kakteen, kennt ihr, könnt ihr von meiner Aufnahme noch, von meinen Spezialaufnahmen, wo ich die voll geschimpft habe. Und ebenfalls hier bilden sich Setzlinge, sehr viele. Also man kann hier staunen, was ich so gesagt verbracht habe. Diese Pflanze war damals von Discounter her schlecht behandelt worden. Die hatten hier mit irgend so einem Schaumgummi alles umwickelt. Ich habe den Schaumgummi durchgeschnitten und nun kriegt diese Pflanze ebenfalls wieder Blätter. Man sieht ja die ersten verschimmelten Stöcker noch. Hier. Aber die kriegen wieder Blätter. Ja, und so gesagt, hier, das ist auch ein großer Kaktus, den ich mal aus Samen geschnitten habe. Ebenfalls wachsen hier Setzlinge ran. Genau. Nur so mal angezeigt. Da komm, ich komm gleich hin. Ich will ja mal hier alles vorstellen. Und meine Pflanze Flapjack. Die heißt sogar so hier. Hello, mein Name ist Flapjack. Ja, auch eine friedliche Pflanze. Gucken, was die Erde sagt.
Ja, die muss ich mal sofort wieder gießen. So. Dann gehen wir kurz nochmal raus in den Balkon. Gieß, Leute. Hallo, John Shadow. Ja, und dann habe ich so gesagt, hier noch meine Pflanzenzucht. Ich habe mal nachgezählt, das sind 21. Oh, noch besser. Ja, ich mache mal kurz Licht es an. Man sieht also, das sind Setzlinge, die mir ein Vater mal geschenkt hat. Ja, da sind sehr viele große geworden. Manche auch verunglückt, weil die Kinder Wurzeln geschlagen haben. Übrigens, ich gehe meine Aufnahme wieder anfangen. Gut, okay. Ja, und da merkt man eben, ich bin ein Hobbypflanzenzüchter. Habe schon sehr viel verbracht. Man kann jetzt wirklich sehen, dass ich hier Kakteen ohne Ende züchte. Die sind schon hier ein bisschen verschrumpft, aber okay. Einer ist verunglückt, einer lebt noch. Der ist so halbwegs verunglückt. Und hier ist wieder einer, der perfekt wachsen tut. Hier auch falls. Kann man sich nochmal ansehen. Ja. Genau. So gesagt, eine kleine Kakteenzucht. Dachte mal, das wird anderes außer Let's Play zu machen. Dachte mal, das ist was anderes außer EP zu halten, John Shadow, weißt du? Ja. Genau. Jo, Leute, mehr zu sagen gibt's erstmal nicht. Vor allem so meine Pflanzenzucht. Also bis dann.